Warum ist Karl Mitte gerade so stark? Es gibt sehr viele Fistfights, sehr viel einfach Kopf durch die Wand und gegeneinander kämpfen und das versuchen wir halt auszunutzen mit Karma. Und bis hierhin funktioniert es recht gut, weil Leute einfach permanent fighten. Was hat im Early Game Prior und es kann kaum ein Champion gegen Karma gegenpushen, geschweige denn sie fighten im Early Game. Und klar, du bist nicht so stark hinten raus, was Schaden angeht, du brauchst ja auch Support-Items, aber du buffst halt einfach deine Teammates und fightest halt Aram. Klappt echt gut. Habt ihr Tickets für MSI? Yep. Ich habe uns 4 Tickets besorgen können. Frage ist, ob wir irgendwie Cookie mitnehmen können oder so. Mal gucken. Findest du G2s Leistung bisher? Super. Ich meine, es gibt natürlich nur ein Team, gegen das sie gespielt haben, nur EG. Das ozeanische Team Order, das zählt nicht wirklich. Hat leider beim MSI-Format oftmals der Fall, dass viele Games einfach sehr, sehr langweilig sind oder wenig Aussagekraft haben. Aber es ist immer cool, wenn Europa gegen NA gewinnt. Er spielt Azir. Wait, what? Ist Azir gut gegen Karma? Weil dein Cyber, was denn Azir so kann, Mr. Freddy. Wenn ihr sagt, Tolkien ist ein Psychopath, das bin ich, aber du hast Psychopath falsch geschrieben. Ja, scheinbar ließen wir doch Topline parfen. I guess, es gibt Sinn für uns alle. Das ist ein reiner Kampf um Pryo. Um mehr wird es nicht gehen für mich. Ich hätte am allerliebsten aber jetzt gleich Topline gehen, aber... I guess that's not possible. Nice. Wenn er nicht mal rausgehen kann, da. Bam, Junge! Muss nicht mal flashen, actually. Alright. 1-2 ist okay, of course. Wenn man nicht flash saven kann. Ich kann den Recall fast skippen und Topline Diving. Ach, vielleicht soll ich wirklich Topline Diving gehen. Weil wir roamen schon zu wenig gefühlt. Ich meine, der Blue Buff Play hat halt beinahe funktioniert, aber it didn't. Vielleicht sollte ich mich gar nicht unter Druck setzen. Mein Champion Scale ist super und wir haben eh Bard as well. Das heißt, an irgendeinem Punkt werden wir zu dritt roam und dann können die Sin, Bard und ich gemeinsam viel machen. Ja, schon die Combo flashen können. Schade, dass der Trump da nicht procken konnte rechtzeitig. Ich glaube, er hätte nicht reinkommen sollen, Instant D. Vielleicht Gameplay Damage machen lassen. Er würde instant einfach den Burst haben. Flash zu voll würde mich langfristig natürlich verletzen. Nächster Azir-Kombo bin ich einfach tot, wenn Talia da ist. Und Vion kann ich nicht sterben, ich habe Mantra W, aber Vion kann ich sehr einfach sterben. Aber ich werde ja eigentlich gestunt von Talia, wenn Azir mich kombot, ne? Ist ja wie so ein Dash halt. Ein Knockback. Aber einfach doppelt knallt, das ist so sad. Nice doch. Schade, Mann. Wenn wir alles müssen, wird der Play ein bisschen härter. Schade. Almost gut. Aber mit der Bart runter ist Ult gemisst. Also ist auch gleich Botlane. We should really get out. Nice. Sind wir irgendwie rausgekommen. Ein bisschen schade. Ich glaube, ein bisschen zu cocky, auch da so rein zu yeeten. Oh, so fucking sick. Ich habe den Player halt vorbereitet auf Talia. Er hat capitalized. Love it. Er hat auch geflasht, also können wir irgendwie mehr machen. Aber noch ist Renata hat Roundnet. Ja, ist aber auch nicht wirklich möglich für sie was zu machen. Der war Pantry for 7 Roam, ihr seht, ich wollte die Wave und gehen wir weg. Wir lassen es noch mit Bard kombiniert kriegen, ist halt super hart. Boah, also was er da tut, aber er steht nicht mal hinterm Turret. Die wissen, dass ich geresettet bin, die denken, dass ich da sein könnte. Deswegen ist es hart für Azir zu moven. Bard zu contesten, aber dass Azir da stirbt, hätte niemals passieren dürfen. So, ein Power Spike, Lee Sin und ich. Worldlinker Shureyas können wir die Map unsicher machen gemeinsam. Wir sind gerade unser gesamten Lead weggeworfen. Man komplett am Power Spike und er dived den zweiten Turret, Mann. Und sterben dafür zu dritt. Ah, das ist nicht gut.
Naja, noch nice von Bart, dass er einen Kill geholt hat, aber die sind gerade sehr viel weggegrieft. Oh, leider, oh, echt, oh mein Gott. Legit, wenn er einfach nur weht und Auto-Attack, würde er einfach töten, ne? Er hat W gemisst und wollte er ulten, weil er W gemisst hat. Ah, ist gerade sehr bad, was auf dem Map passiert ist. Hat der Kombo gefällt? Lol, war tot. Hat er kein E, um Assist zu kriegen? Fucking blows. Weil ich in Reichweite gerannt bin. Hatte ich kein E für einen Assist. Boah, wenn wir zwei Turrets kriegen und Drake hat diesen gerade seinen gesamten Int von davor revidiert. Das finde ich super. Alter, der kann nur genau da sein, wo ich gepinkt habe. Den kriegen Objector Shutdowns. Ich muss mal zu meinem Gangplank. Den hat er. Der hätte auch den noch kriegen können. Wenn er instant reingegangen wäre mit mir. Mitte Turm nehmen wir das will. Also lässt sich für die Gegner zu spielen, weil wir halt permanent auf der Map sind. Permanent über die Map rennen und einfach Leute abpacken. Invaden, since minute one. Wirklich mal früher Drakes genommen als normalerweise irgendwie. Dann an Worten, wir können auch viel früher für Seele spielen. Ich möchte nicht Sideline gehen, ich bin einfach Aram. Ich brauche kein Farm, ich bin Karma. Ich kann einfach Mitte laufen und die Sim buffen eigentlich. Ab und zu eine Botbath entgegennehmen ist in Ordnung, aber mir auch nicht. Dann kann er so den Farm mit in haben, I don't care. Oh mein Gott, Mechanics. Ich habe nicht gut gemischt. Fuck. Ein bisschen deep, guys. Oh! Oh, so awkward. Der flasht daneben. Und muss dann repositionieren und wird dann auto-attacked. Wow. Ein paar Shots abgegeben. Nicht so geil. Sind auch sehr deep gegangen. Gameplay geht den Crit-Cloak-Bild. Mit Triforce. Raids. Ja, das geht doch gar nicht mit Triforce. Ja, sie ist dead. Double-Kill. And that is the Korean way. Just fucking Ara mit Midlane. Das Game war weit besser als Pantheon-Game. Ich konnte einfach viel mehr moven. Ich habe weniger für Plates gespielt. Ich habe gegen Pantheon auch Prior gehabt in Lane, aber ich bin halt einfach für Plates gegangen statt für Move. Alter, was sagt doch Karma? Cool, cool. Cool. Dann haben wir 2K Midgames gespielt, beide gewonnen. Auf RTG hat Freddy. Der hat einfach kein gutes Matchup für Azir. Kann einfach das ganze Erdicken über Moven, der kann nichts machen. Klar, hinten raus hat er mehr Schaden als ich, aber meine Schilde sind mehr als genug, um Azirs Damage entgegenzutreten. Aber mit die sind nur die Map gelaufen. Jeder Harold, jeder Drake. And I think that's beautiful. Cool. Nächstes Game. Power Midlane, let's go.